Hey Leute, nach einem Jahr ist es soweit und ich begrüße euch zum neuen Run von Wind Waker im Randomizer. Wir sind jetzt mit Porto soweit durch und ich dachte mir, das timingsmäßig einmal so perfekt passt. Also wir sind jetzt ein Jahr nach dem anderen Run. Würde ich sagen, nehmen wir uns einfach nochmal einen Run vor. Ich nenne mich einfach wieder Kukia und ganz am Anfang vielleicht kurz zu den Randomizer-Einstellungen. Also ich habe diesmal noch ein bisschen was anders gemacht. Größtenteils ist es aber dasselbe. Es geht mir eigentlich nur darum, in dem Projekt ein bisschen zu schauen, an wie viel ich mich noch erinnern kann und wie gut ich das Ganze hier noch hinbekomme. Wir starten diesmal auf jeden Fall Swordless und mit einem random Char. Ja, schön. Wir spielen diesen Randomizer als... Oh mein Gott, wir haben trotzdem noch die Link-Soundeffekte, aber wir sind Steve. Genau, dazu wollte ich... Oh mein Gott, unser Leuenkönig ist ein Boot aus Minecraft. Niemals. Wait, okay. Lass mich kurz wieder in das Spiel reinfinden. Wir mussten das Y legen und dann... Okay. Wir haben kein Segel, das wird einfach nur durch die Paddel dargestellt. Oh mein Gott, ich hätte mir vorher vielleicht die Steuerung nochmal anschauen sollen. Ja, können wir eigentlich direkt zu Terry schauen, oder? Trifft sich gut, dass der hier direkt gespawnt ist. Und schauen, was wir für Items kaufen können. Ich hatte auch in dem Beitrag letztens erwähnt, dass wir dieses Projekt hauptsächlich nochmal für die Nostalgie spielen, wie davor schon angesprochen. Und auch weil Portal Revolution immer noch kein Release-Date bekommen hat, das hatte ich auch nochmal angesprochen. Das Projekt hier sollte auch nicht allzu lang dauern, das wird hoffentlich besser laufen als letztes Mal. Keine 20 Folgen. Und vielleicht haben wir bis dahin dann ja noch schon ein Release-Date für Portal Revolution. Es soll immerhin 2023 noch rauskommen, aber genug davon. Was ist das denn? Der Cabana-Deed? Ich meine, wir haben eh keine Rubine, aber... Nein, ich möchte es nicht kaufen, Terry. Oh mein Gott. Hallo? Okay, anyways. Bye. Genau, so komme ich aus dem Menü raus. Tschüss. Ich weiß leider nicht mehr so viele Truhenspots, die man direkt am Anfang holen kann, wie ich mir eigentlich merken wollte. Ich weiß aber, dass wir auf diesen ganzen... Wie nennt man den? Auf diesen ganzen Rafts, die man auf der See finden kann. Da sollte es auch überall Progressive Items geben. Und auch definitiv diesmal bei den großen Oktos. Da finde ich die Vorstellung einfach nice, dass man so einen schönen Bossfight gegen so einen Okto hat. Und dann findet man ein gutes Item. Das war letztes Mal tatsächlich nicht angestellt, dachte ich auch. Und ansonsten müsste ich für andere Sachen wahrscheinlich schon in den Log gucken. Ansonsten, wie gesagt, alles gleich. Oh, ja, da gehen wir direkt als erstes hin. Auf der Insel haben wir im letzten Run das Master Sword gefunden, nachdem ich da eiskalt dran vorbeigelaufen bin. Hier müsste es nämlich direkt am Anfang ein Gratis-Item geben, wenn nicht sogar zwei. Sieht so dämlich aus als Steve. Ich hoffe, dass noch mehr Sachen jetzt in diesem Minecraft-Stil gehalten sind, wie das Boot zum Beispiel. Die Menschen finden einfach ein Dia-Sword als Master-Schwert. Und zwar können wir, glaube ich, hier hinten auf das Geländer rennen. Und dann schaffen wir den Sprung aber noch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ah, dafür brauchte ich das Deko-Blatt, glaube ich mal. Kann das vielleicht sein? Ja, ich glaube mal schon. Okay. Ansonsten noch ein paar Sachen zu Wind Waker generell, für die das Spiel vielleicht gar nicht kennen. An sich ist es ein The Legend of Zelda-Teil, auch wenn wir hier mit Steve aus Minecraft rumrennen. Und wir befinden uns im Randomizer an einem Zeitpunkt im Spiel, den es nicht wirklich gibt. Also einige Sachen sind schon abgeschlossen, einige Sachen noch nicht. So würde es halt im normalen Spiel nicht ablaufen. Und durch den Randomizer ist es aber alles so geregelt, dass wir trotzdem alles schaffen können zu jedem... Na, wobei zu den Dungeons müssen wir nicht. Zu den Dungeons, das ist unnötig. Wir können aber alle Items finden, um dann am Ende zum Boss zu gehen, also zu Ganon. Und da müssen wir eh nochmal alle Bossfights wiederholen, in dem Vorraum dort. Von dem her ist das mit den Dungeons immer ein bisschen sehr überflüssig im Randomizer. Und ansonsten werden wir vielleicht trotzdem nochmal ein paar NPCs wiederentdecken. Wieder nochmal kennenlernen, vielleicht wegen einigen Sidequests oder so, je nachdem. Ich versuche mich erstmal zu orientieren. Oh ja, ich weiß, was wir am Anfang machen können. Horn Fairy Island, das ging nur mit dem Hammer. Fire Mountain, Eastern Fairy... Okay, man kann sich in dem Spiel noch nicht mal was markieren, ne? Jetzt, wo wir gerade parallel im Stream wieder Tears of the Kingdom dazu spielen,
wo man sich jedes Mal wenigstens 5 Markierungen setzen kann, die auch auf einer Minimap angezeigt werden, ist das schon eine kleine Umgewöhnung. Aber ich denke, wir kommen auch so zurecht. Auch wenn ich das Bild hier wahrscheinlich das ganze Projekt sehr feiern werde. Wie wir hier als... Seht ihn euch an. Er ist so frei, so glücklich. Und dass das Spiel dabei auch noch so gut aussieht. Ich habe natürlich die Einstellung noch etwas hochgestellt. Das hatte ich im letzten Projekt auch erst später bemerkt, dass das noch geht. Aber das dürfte jetzt hier nicht ganz 4K-Auflösung sein. Es dürfte aber nah rankommen. Vielleicht, es gibt ja auch 2,5K. Ich glaube, da dürfte es sich ungefähr einordnen. Ein bisschen random ist bis jetzt auch die Musik in dem Spiel, kann das sein. Also bis eben lief hier noch das ganz normale Meeres-Theme. Aber jetzt hören wir gar nichts mehr. Das hier könnte man alles mitnehmen. Ach stimmt, man kann hier sogar springen. Das heißt, wir können uns sogar schon Rubine und so auf dem Weg erfahren. Nein, hierfür brauchen wir die Bomben. Ich wollte eigentlich sagen, wir beginnen direkt dann damit, dass wir mit... Was hält man an mit A? Dass wir uns ein Progressive Item holen. So nenne ich übrigens das ganze Projekt überlang die Items, die uns ermöglichen, die Story weiterzuspielen. Beziehungsweise, die uns ermöglichen, zum Boss zu gehen. Und auch neue Truhenspots zum Beispiel ermöglichen. Zum Beispiel bei den Bomben, die ich eben angesprochen habe. Die bräuchten wir jetzt, um hier weiterzukommen. Haben wir aber noch nicht. Dementsprechend sind die Bomben ein Progressive Item. Wo könnten wir denn noch mit anfangen? Wir haben es jetzt einmal nachts. Kommen wir relativ schnell nach Preludien? Ja, kommen wir. Ich habe doch schon Schnellreisen freigeschaltet, dadurch, dass ich... Ah, sollte ich auch noch ansprechen. Stimmt. Wir haben direkt eine Einstellung drin, wo wir mit dem Wind Waker, also dem Hauptitem des Spiels Wind Waker, starten. Das sollte offensichtlich sein. Und dem Swiftsail, damit wir direkt schnell reisen können und auch schnell übers Meer kommen. Oh mein Gott, er hat eine Schallplatte in der Hand. Die Frage ist... Was war die Melodie fürs Teleportieren? Es war schon letztes Jahr so, dass ich mir das nicht merken konnte. Aber hat man nicht im Game irgendwo ein Verzeichnis dafür? Ballad of Gales? Das müsste das hier sein. Also unten, rechts, links, oben. Unten, rechts, links, oben. Das sieht einfach aus. Warum hatte ich letztes Mal solche Probleme damit? Genau, erstmal nach Outset Island. Denn solange es noch nachts ist, können wir da direkt zum Grasscutters Haus gehen. Das ist ein NPC, der nur nachts über das Haus offen hat. Und bei dem kriegen wir theoretisch direkt die erste Truhe. Beziehungsweise vielleicht schon das erste Item. Mussten wir davor das Gras hier wegmachen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht auch so. Weil ansonsten, das können wir sonst noch nicht machen. Wir haben ja auch noch gar kein Schwert diesmal am Anfang. Mal sehen. Genau. Da sitzt er jetzt hier nachts. Wir können einfach hier drunter durchkriechen. So. Und kommen direkt zur ersten Truhe. Lol, was? You received Perovis? Pearl? Wie auch immer man sie ausspricht. Das ist... Direkt ein Progressive Item an sich. Das bringt uns zwar auf der Map nichts, also bringt uns keine neuen Spots oder so. Aber wir brauchen es später, um das Story-Finale einzuläuten, wenn ich mich richtig erinnere. Sagt er hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, ich glaube nicht. Zu Vater Orca können wir direkt auch... Nee, können wir diesmal nicht. Nach wie vor haben wir immer noch kein Schwert, stimmt. Oder gibt der uns ein Schwert am Anfang? Wir können mal noch... in das andere Haus hier drüben gehen, wobei... Sehe da noch einen 10er Rubin. Ach nö. Ich wollte doch nur ein bisschen gierig sein. Moment, lass mich nochmal probieren. Oh, und wir haben da auch direkt schon Post. Direkt am Anfang des Games? Wir haben noch gar nichts gemacht. Das heißt, wir können uns auch gleich noch einen Brief anschauen. Und eventuell haben wir da ein Item drin. Ich werde übrigens viel von Items reden und viel von Items schwärmen. Vor allem auf den Hammer freue ich mich wieder. Das war im letzten Run, vor jetzt ziemlich genau einem Jahr, immer noch krass, dass das schon ein Jahr her ist, war unser erstes Progressive Item. Und da habe ich ihn nochmal sehr lieben gelernt. Dear Cookie, if you are reading this letter, it can only mean that you have peeked into one of our many postboxes. Das ist genau erstmal ein Tutorial für das ganze Feature hier. Und wir kriegen... Naja, ein Piece of Heart ist an sich gut,
ein paar Herzen mehr zu haben, gerade am Anfang, aber ein Piece of Heart ist meistens trotzdem sehr verschwendet als Slot. Wir können aber bei Oma noch drunter durchkrabbeln, hier unten lang. Und das Haus. Und dann dürften wir auch noch zu einer Truhe kommen, ne? Let me see. Ja. Und da haben wir All-Purpose Bait. Das bringt uns noch nicht mal was, weil wir dafür eine Tasche brauchen, um das einzusetzen. Also dafür, dass wir jetzt 3 Spots hatten, sieht es relativ mager aus. Es waren ja nicht mal Rubine oder so dabei, womit wir uns was hätten kaufen können. Gehen wir nochmal kurz zur Oma rein und sagen der erstmal Hallo. Hallöchen, Oma. Gibst du uns noch irgendwas? Ariel, don't leave, don't leave. Ah ja. Oma hat nur einen Albtraum. Nee, es geht darum, dass wir am Ende des Spiels unsere Schwester eigentlich retten wollen. Also die Schwester von Link. Leider hat sich der Link in diesem Paralleluniversum hier als Kind schon eine schwere Verletzung zugezogen. Und kann deswegen leider, also muss selber das Bett hüten. Das heißt, Minecraft Steve ist einfach eingesprungen für ihn. Und übernimmt das gegen Ganon zu kämpfen. Ist ja eh kein Problem. Durch Smash sind sie ganzen Jahr eh in einem Universum vertreten. Dann begeben wir uns direkt zu... Wie hieß es denn im Englischen? Windfall Island? Forsake. Oh! Oh, da können wir uns auch direkt hinwarpen. Die Insel bringt an sich nicht so viel, aber wenn man sich direkt am Anfang hinwarpt, dann kriegt man dort auch ein gratis Item. Sogar in einer schönen, majestätischen Truhe. Oh ja, ich kann auch wieder über die Truhendesigns schwärmen. Das wird wundervoll. Das Spiel sieht so gut aus mit dem Wasser. Durch die neuen Einstellungen nochmal. Und wir bekommen hier die Ghost Ship Card. Das ist an sich interessant, bringt uns aber ohne ein paar Items auch noch nichts. Die Feen hier könnten wir an sich mitnehmen, wenn wir eine Flasche hätten. Haben wir aber noch nicht. Oh, und wo ich einmal noch über das Spiel an sich geschwärmt habe, wie es aussieht, sollte ich vielleicht noch rechts auf den Rahmen zu sprechen kommen. Ja, nach Windfall wollen wir nebenbei. Dort werde ich nach und nach alle Progressive Items auch aufführen, die wir dann finden. Also wenn wir zum Beispiel den Bogen finden sollten, dann wird er rechts eingeblendet und das soll so ein bisschen den Progress im Projekt zeigen. So, hier gab es auch einige Sachen, aber was war das denn nochmal alles? Ach ja, wir können direkt wieder mit der Stealth-Quest starten. Oh ja, das machen wir im ersten Part. Hallöchen, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr erst relativ spät gemacht. Also ich merke schon, so ein paar Slots habe ich doch noch im Kopf. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen geskippt. Sie sagt uns eigentlich nur, dass wir ruhig sein sollen und unauffällig und rennt dann selber los. Was wir natürlich auch ein bisschen verdächtig finden. Das heißt, ihr werdet jetzt eine ziemlich lange Zeit zusehen können, wie es aussieht, wenn Steve über den Boden kriecht. Wenn das mal nicht guter Content ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bleibe einfach hier liegen, sie wird mich nicht sehen, oder? Nee, wir sind so unauffällig. Wir sehen einfach nur aus wie so ein Stapel Kisten in der Ecke oder so. Dann müsste sie sich hier irgendwo nochmal umdrehen? Danach können wir sie wieder ein ziemlich langes Stück verfolgen. Ah, vielleicht etwas langsamer. Da oben an der Ecke dreht sie sich nun, glaube ich, das letzte Mal um, oder? Oder läuft sie direkt durch? Oh Gott, ich sehe nichts. Nee, sie läuft direkt bis nach oben durch. Ja, da steht sie um die Ecke. Oh Gott. Sei bloß vorsichtig. Wenn sie einen fast bemerkt, jetzt konnte ich es euch zeigen, macht Link im Originalspiel auch so eine Art Katzengeräusch, um sich halt zu tarnen. Aber in der Situation sah das voll dämlich aus. Sie hat uns so sehen müssen dadurch. Ich hoffe einfach, dass ich es jetzt nicht verhaue. Aber wir dürften gleich am Ende sein. Sie dürfte sich, glaube ich, gar nicht nochmal rumdrehen. Genau. Jetzt warten wir kurz, bis sie da an den Tresor geht. Den versucht sie dann zu knacken, um da ans Geld ranzukommen, um an die Rubine ranzukommen. Und wir halten sie natürlich auf. Wait, are you the kind of creep who goes around at night scaring people that just plain mean? Just who do you think you are, anyway? An ally of justice.
Genau, wir sind ein Verbündeter der Gerechtigkeit. I'm not a thief, I swear, I haven't stolen anything, well, yet. Also noch nichts gestohlen. Ja, wir können ihr natürlich trotzdem zuhören. Ach, stimmt, das war ja der NPC mit der Storyline. Also, das hier war einmal die Reichste auf der Insel hier zusammen mit ihrem Vater. Dann wurde sie entführt und ihr Vater hat sämtlichen Reichtum aufgegeben, um sie halt zurückzuholen von den Schergen. Ich achte nur nebenbei noch auf den Dialog, aber das dürfte alles die erste Auswahlmöglichkeit sein. Ja, noch ein Pisa-Fahrt, schade. Ja, auf jeden Fall sind dann die Rollen getwistet. Also sie ist zur Ärmsten geworden von der Reichsten und der ärmste NPC ist zum Reichsten geworden. Darauf komme ich dann nochmal zurück, wenn wir die andere Seite davon treffen, also wenn wir zum Reichsten selber gehen. Aber bei der Verfolgung eben, habe ich den Typen hier vorne noch bemerkt. Und der gibt uns auch direkten Gratis-Item. Das habe ich letztes Mal auch nicht gewusst. Magic Dance. Moment, wie war das denn genau? Wait. Ich konnte irgendwie keine Inputs machen gerade, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber nimmt ihr das jetzt? Nein. Rechts, links, unten. Genau, das ist das, was ich meinte. Die Melodie spielen wir ihm jetzt vor und dann müssten wir direkt ein Item bekommen. Rechts, links und unten. Eine Skull-Necklace bringt uns leider gar nichts. Aber so oder so haben wir jetzt direkt eine Fähigkeit gelernt, mit der wir zwischen Tag und Nacht skippen können. Was natürlich auch praktisch für einige Quests sein wird. Dann suchen wir gleich noch das Piratenschiff. Holen uns da noch ein Item ab. Dann können wir noch zur Lehrerin gehen auf der Insel. Seht ihr dann schon, von wem ich spreche, wenn wir da sind. Und dann müssten wir, glaube ich, erstmal auf die Schnelle alles geholt haben, was wir holen können. Oh nein. Oh nein, das hier war skill-based. Oh. Da ist ja schon Links Schwester. Projekt durch, wir haben sie doch schon gefunden. Nein, die steht hier nur als Reset im Randomizer. Falls man hier runterfallen sollte. Oder das vom Timing her nicht schafft, damit man da hinten in dem Raum nicht stuck ist. Es könnte also auch einfach nur eine Kopie von Links Schwester sein. Sehen wir es so. Oh Gott, nein. Oh, was? Das hat gezählt? Wie ist denn die Steuerung hier überhaupt richtig? Springe ich jetzt nicht viel zu weit? Nee, gerade so richtig. Ach, ich bin auch dämlich. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja hier ein bisschen skippen. Müsste gehen, wenn man es gut aimt, dass man direkt die Stelle rechts gibt, das letzte Seil. So. Ungefähr. Nee, tatsächlich nicht, man muss alle mitnehmen. Aber vielleicht hätte ich so oder so erstmal den Button drücken sollen. Ich habe vor allem noch drüber geredet, dass die Schwester da als Hard Reset steht. Falls man sich locken sollte. Zack. Und dann vergesse ich selber, was ich eigentlich noch hätte tun müssen. Oh Gott. Wir hören noch kein Timergeräusch. Der fängt in dem Spiel, glaube ich, erst an, wenn es ziemlich knapp wird. Ist das nicht so schon? Nein, das reicht nicht, aber ich kann da theoretisch noch ranspringen. Ist noch nichts verloren. Oder? Komm, wenn das ordentlich nach vorne geht. Ja, sehr schön. So, dann skippe ich den Jump dazwischen durch, aber übrigens, die Kamera macht sich etwas blöd. Oder skippe ich den? Nein, ich skippe den nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Oh. Vielleicht hätte ich mir das auch nicht direkt im ersten Part vornehmen sollen. Da wäre es schon gut gewesen, an der Stelle hier ein bisschen in der Steuerung drin zu sein. Aber so komme ich ja auch direkt wieder in die Steuerung rein. Das ist ein bisschen wie die Feuerprobe am Anfang des Projekts so gerade. Zack. Das Problem ist ja eigentlich nicht das ganze Zeug hier zwischendurch, sondern das eine Seil da zum Schluss. So, hier komme ich ja jetzt easy wieder ran. Nur der hier drüben, der so leicht versetzt, das macht mir Probleme. So. Jetzt schwingt er gleich wieder zurück. Oh Gott. Also es hat geklappt, aber ihr habt es bestimmt im Part gesehen, oder? Der hat schon wieder ganz, ganz komisch gegriffen. So verzögert so mäßig. Und das dürfte passen. Und dann nur noch hier rumdrehen. Komm schon. Und jawohl.
kriegen wir dafür als Belohnung direkt was Schönes. Ein Heart-Container ist dasselbe wie ein Piece of Heart, außer dass ihr seht es oben jetzt. Haben wir 4 Herzen, der hat uns direkt 1 dazu gegeben. Bei den Piece of Hearts kann ich euch auch gerne noch im Menü zeigen. Brauchen wir... Ups. Hier, seht ihr die Anzeige? Da brauchen wir 4 Piece of Hearts, um einen Heart-Container praktisch voll zu machen. Ja, ist nett, gerade am Anfang noch, aber brauchen wir nicht unbedingt. Dann schaffen wir es noch ganz entspannt zur Lehrerin zu gehen und uns da den letzten Spot für heute anzuschauen. Und dann muss ich leider sagen, ah ja, jetzt hört ihr das. Dieses Klicken, das ist der Timer, wenn er fast ausläuft. Aber dann war der ja wirklich, wirklich großzügig. Und nachdem wir bei der Lehrerin waren, muss ich mich dann wahrscheinlich leider für den ersten Part ohne Progressive Item verabschieden. Vielleicht steht hier oben noch irgendwie eine Kiste. Oh, stimmt, wir können noch so viel in Windfall machen direkt am Anfang eigentlich. Und es ist immer noch Nacht. Das erstaunt mich. Schaffe ich das direkt hier rüber? Nein, hier wollte ich nicht hin. Okay, wir schwimmen noch mal ein Stück, bevor wir zur Lehrerin kommen. Aber mir sind gerade noch so viele andere Sachen eingefallen. Da oben können wir uns ja auch noch reinschleichen. Dann gibt es hier noch das mit den Kindern, die wir fangen können. Also alles hauptsächlich was mit Zeitquesten so zu tun hat. Wie gesagt, wenn wir dann an der jeweiligen Stelle sind, dann sage ich dazu immer noch ein bisschen was. Bringt jetzt eh nicht so viel, vorher alles zu erklären. Wir müssten aber nur den Wind richtig einstellen. Dann können wir hier oben sogar noch eine Kiste mitnehmen vom Leuchtturm aus. Ist dann aber auch die einzige, die wir holen können. Ansonsten müssen wir zum Leuchtturm zurück, sobald wir bestimmte Items haben. Beispielsweise die Feuerpfeile. Lasst es mich probieren, vielleicht haben wir Glück. Ja, wir haben direkt Glück. Also, zur Erklärung für dieses Rätsel hier muss man den Wind richtig eingestellt haben. Ich glaube so auf ein paar Winkel genau. Wir hatten gerade aber einfach Glück. Oh Gott, das wird so viel Fallschaden machen. Ein Viertelherz. Alles klar. Wir hatten aber direkt Glück, dass der Wind richtig eingestellt war vom Game direkt aus. Oh nein, nein. Nein, mit dem werde ich nicht reden. Für die, die das erste Projekt geschaut haben, die wissen genau warum. Der Typ hängt damit zusammen, dass das Spiel abstürzt. Und das werde ich jetzt ganz sicher nicht machen. So, wie war denn das hier? Irgendwie konnte man sich da durchglitschen. Ich erinnere mich daran, dass ich im letzten Projekt was mit Hackerman hier eingefügt habe. Oh, ja, ungefähr so muss es ausgesehen haben. Man klippt da so ein bisschen durch diesen Boden hier durch. Nein, geh doch hoch. Oh, verdammt. Ich dachte, er grabbt die Cards hier direkt, aber nein. Es war nur Glück, dass er da gerade ein bisschen nachgegriffen hat. Dann müssen wir hier unten beim Itemshop durch. Und ich glaube auch dieses Minigame, wo man Schiffe versenken spielen muss, was mir letztes Mal auch den letzten Nerv geraubt hat, das müssen wir diesmal abschließen. Aber erstmal ziehen wir ihm noch ein bisschen Geld ab. Wenn wir hier hinten langlaufen, gibt es nämlich 30 Rubine. Einfach so. Und gleichzeitig liebe ich das Detail, dass hier neben ihm noch so leere Suppenschüsseln stehen. Der arbeitet ja auch die ganze Zeit durch, wenn der hier nachts noch offen hat. So, hier oben stand auch noch jemand. Aber was wollte der genau von uns? Fine night, isn't it? Well, would you look at that? The Ferris wheel just started moving all on its own. Oh, ich glaube, er wollte von uns nur, dass wir das starten, oder? Nee, ich glaube, wir müssen erst alles hier fertig machen. Dann gibt er uns auch noch ein Item dazu. Wo ich aber auf jeden Fall hin möchte... Ist erstmal, ja, wir müssen in das Zimmer da hoch. Ihr seht gerade da unten vielleicht so eine kleine Kamera über der Tür. Na gut, die hat man jetzt sehr schlecht erkennen können. Wir landen auf dem Dach, nutzen das dann aus, wenn wir richtig landen. Ich bin mal kurz so frei. Und dann kriegen wir 2 Items. Ich hoffe, das wird direkt ein First Try. Ungefähr jetzt. Jo. Jetzt nur aufpassen, dass ich hier nicht zu weit runterlaufe. Und dann kriegen wir direkt 2 Items. The door is locked and can't be opened. Nein. Warte, wie war es von ihm? Rechts, links, unten, ne? Um Tag und Nacht zu skippen. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nur daran liegt, dass nachts ist, dass hier zugeschlossen ist. Ansonsten haben wir ein kleines Problem.
Okay, das können wir erst zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich dachte, das geht direkt. Alright. Dann bleiben wir dabei. Noch kurz zur Lehrerin und dann sind wir für den ersten Part soweit durch, auch wenn wir leider nichts finden konnten. Hallöchen. Wie jetzt, du gibst mir auch nichts. Gibt sie uns nun was oder nicht? Nein, tut sie nicht. Schade. Dann sollen wir in ihrem Auftrag im nächsten Part fangen mit den Kindern hier draußen spielen. Als kleines Minigame. Und in dem Sinne würde ich sagen, ob die Quest uns nächstes Mal direkt ein Progressive Item gibt, das sehen wir nächste Woche. Bis dahin, ciao!